Hallo, ich bin Scatterling und heute zeige ich euch den Effekt aus meinem Video The White Stripes. Ich habe den Effekt aus dem Musikvideo The White Stripes Seven Nation Army und ich zeige euch heute, wie man das mit After Effects macht. Ich habe es damals mit Magix gemacht, einem anderen Schnittprogramm, aber mit After Effects hat man halt mehr Möglichkeiten. Und ja, fangen wir mal an. Also als erstes braucht man so ein Bild von so einer Raute. Von so einer Oberseite einer Raute. Ja, das könnt ihr euch selbst machen oder irgendwo anders. Ich weiß auch nicht. So, dann trimmen wir das Objekt auf die gewünschte Länge, die das Objekt im Bild ist. Ich stelle es mal auf 5 Sekunden. Wenn ihr es länger einstellt, scrollt die Raute langsamer raus. Und wenn es kürzer einstellt, scrollt sie halt schneller raus. Und die Zeit ist sie dann halt auch im Bild. Ja, ich stelle es auf 5 Sekunden ein. Könnt ihr selbst noch ein bisschen ausprobieren, was am besten passt. So. Danach nennen wir das oben in oben. Und wählen den Effekt Color Key ein. Ja. So, und fügen den hier ein, um das Schwarze aus diesem Bild rauszukeyen. Damit es transparent ist, damit man das, was dahinter ist, auch noch sehen kann. So, jetzt haben wir einfach hier nur die Raute. Wir gehen mit einem Doppelklick auf oben, um das Ebenenfenster zu öffnen. Dann gehen wir auf Anzeigen, Ankerpunkt und haben hier den Ankerpunkt. Den Ankerpunkt müssen wir jetzt genau zwischen dem Bild und diesem Grauen hier setzen. Also da, wo das Video halt zu Ende ist. Da, wo die Kompositionseinstellungen zu Ende gehen. Und praktisch natürlich auch, wenn man die Raute hier, wenn die Raute genau die gleiche Auflösung hat wie euer Videomaterial. Ja, das müsst ihr auch noch beachten. So, dann setzen wir den Ankerpunkt mal genau dazwischen. Wichtig ist, dass ihr exakt arbeiten müsst und die Raute da, und der Ankerpunkt darf nicht zur Seite verschoben werden, sondern nur von oben, also nicht zur Seite. Also wenn ihr jetzt Full HD habt, dann müsst ihr 900, also Full HD Einstellungen der Komposition, müsst ihr hier jetzt 960 Pixel haben, weil das halt die Hälfte ist von 100, von 1920 Pixel, was die Breite der Full HD Auflösung entspricht. Wenn ich das jetzt hier so bewege, dann verfälsche ich damit, dann wird mein Ergebnis später nicht so gut. So, also wichtig ist, es muss auf genau in der Mitte sein. So, jetzt schließen wir das Ebenenfenster und positionieren das Bild genau da, wo, also positionieren das Bild so, dass der Ankerpunkt genau da ist, wo die Raute entspringen soll. So, ich tue es jetzt mal hier hin. Dann setze ich bei Position ein Keyframe und stelle die Skalierung auf 0 und setze dort auch ein Keyframe. Wichtig ist, dass ihr dabei den Keyframe beim ersten Frame des Bildes einsetzt. So, dann gehen wir an den letzten Frame unseres Videoclips und setzen dort auch Keyframes, aber vorher verändern wir die Skalierung und zwar ein bisschen größer. So, und auch ein bisschen weiter so nach unten. So. Müsst ihr selbst mal ausprobieren, was am besten passt. Ja. Und nicht vergessen, beim letzten Frame ist es so, dass das Bild so groß sein soll, dass man nichts mehr von dem Weißen sieht oder nur noch kleine Reste halt. Also man soll möglichst wenig davon sehen. So müsst ihr das dann halt einstellen. So, als nächstes gehen wir auf Skalierung, um die Keyframes in der Skalierung zu markieren und aus diesen proportional Keyframes ein antiproportional hinbekommen. Also das ist jetzt der Graph zu den Keyframes. Der ist hier ist der gerade und geht vom Nullpunkt aus. Deswegen ist der proportional. Das heißt, verdoppel ich das, verdoppelt sich das andere. Das heißt jetzt hier zum Beispiel,
Nach einer Sekunde, wenn wir davon ausgehen, dass nach einer Sekunde die Raute um 100 Pixel wächst, wächst sie von der zweiten Sekunde bis zur dritten auch 100 Pixel. Dann wächst sie von der nullten bis zur zweiten Sekunde halt 200 Pixel. So, es hat einen Nachteil, und zwar ist es so, dass wenn die Raute von 0 Pixeln auf 100 Pixel in einer Sekunde wächst, wächst sie von 300 Pixel in der dritten Sekunde auf 400 Pixel in der vierten Sekunde. Das hat den Nachteil, dass es so wirkt, dass die Raute am Anfang schneller größer wird als am Ende. Dadurch, dass wir das jetzt antiproportional machen, kehren wir das um. Das geht ganz einfach. Wir gehen jetzt hier einfach auf den letzten Keyframe, gehen hier auf AZ Ace In oder so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und dann gehen wir auf den ersten Keyframe hier und gehen auf AZ Ace Out. So, jetzt haben wir hier diese gelben Dinger. Die müssen wir so machen, dass daraus so eine Art Kurve wird, so eine antiproportionale Kurve. Da muss man jetzt auch sehr viel ausprobieren, bis es so gut wird, dass es einem auch gefällt. Ich stelle es jetzt mal so ein, dann gehen wir wieder auf dieses Symbol. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter nach unten und dann testen wir, ob das jetzt so gut ist. Wir gehen jetzt hier da drauf und drücken Duplizieren. Setzen das eine ein bisschen weiter nach vorne und gucken mal, wie das so ist. So, ja, das ist ganz gut, denn die schwarze Raute oder das Schwarze dazwischen geht dadurch nicht verloren. Und das wollen wir damit erreichen, dadurch, dass wir das antiproportional machen. Wenn wir es proportional machen würden, wäre es halt nicht so. Könnt ihr mal ausprobieren, was dann passiert. So, jetzt setzen wir das wieder an den Anfang und ziehen das nach unten und nennen das schnell unten. Bei unten, ihr könnt euch sicherlich denken, wieso das jetzt unten und oben heißt. Unten drehen wir um 180 Grad und dadurch, dass wir den Ankerpunkt so gesetzt haben, wird daraus auch eine Raute, wie man hier sehen kann. So, jetzt haben wir den Effekt Helligkeit und Kontrast, um die untere Raute halt etwas dunkler oder grauer zu machen. Man kann es auch jetzt hier durch diesen schwarzen Hintergrund mit der Deckkraft machen, aber das macht es ja transparent und das wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Durch die Deckkraft wird es natürlich auch dunkler. So, jetzt haben wir es hier halt dunkler. Wenn man es noch dunkler haben will, dann macht man noch ein bisschen Kontrast, aber ich finde das jetzt so ganz in Ordnung, so wie es ist. Und ja, jetzt kommt unser Videoclip. Ich habe hier jetzt einen Videoclip versteckt, weil ich da paar Einstellungen machen musste, den Greenscreen raus und noch eine Maske erstellen. Das wollte ich jetzt euch ersparen, damit das Tutorial etwas schneller geht. So, jetzt haben wir hier unseren Videoclip, wie ich Devastick mache. Und jetzt müssen wir da den Ankerpunkt auch versetzen. So, ich mache die Skalierung mal etwas kleiner und bewegt das Objekt. Wir müssen jetzt diesen Ankerpunkt genau da unten hinsetzen. Dadurch, dass ich eine Maske gemacht habe, ihr müsst ja keine Maske machen, aber dadurch, dass ich eine Maske gemacht habe, ist der Ankerpunkt nicht mehr genau in der Mitte unseres Videoclips und deswegen müssen wir ihn jetzt in die Mitte platzieren und auch genau hier unten hin, an diese untere Kante. Und das machen wir genau wie eben gerade auch. Nur diesmal dürfen wir nicht, oder bringt uns das Ebenenfenster nichts. Denn hier haben wir das halt nicht, diesen Button hier. Ich weiß, dass das eigentlich ein bisschen unprofessionell ist, aber machen wir das mal so. Also, so und so. Ich musste das Video auch drehen, weil ich, weil ich so halt mehr Pixel habe. So. Das muss man natürlich auch möglichst genau machen. Also das passt jetzt, aber ihr könnt es ein bisschen genauer machen. So. Dann gehen wir auf oben, kopieren uns die Keyframes von Position und Skalierung. Also drücken Steuerung und drücken dann auf die beiden Sachen. Drücken dann STRG und C
und gehen dann auf unser Videoclip und drücken STRG und V, um es dort rein zu kopieren. So, jetzt haben wir hier die Keyframes, die setzen wir mal schnell an den Anfang. Und dann setzen wir hier diesen Faden hier drücken drauf und setzen den dorthin. So, jetzt können wir die Keyframes löschen. Und was haben wir? Wir sitzen genau auf der Raute. Man kann einfach auch nur die Keyframes da reinsetzen und so hat man dann auch genau das gleiche Ergebnis. Aber wenn man die Keyframes halt reinsetzt und danach löscht und es dann halt so verbindet, bekommt man halt hin, dass man auch noch die Größe verändern kann, was man sonst nicht verändern kann. Also wenn es jetzt ein bisschen zu klein ist bei euch, weil die Auflösung, weil ihr einfach nicht so groß dargestellt seid in dem Bild, dann verstellt ihr halt hier die Skalierung. Das ist dadurch ein bisschen praktischer. Also so, wie ihr es wollt. Ich stelle es jetzt mal so ein. Dann duplizieren wir die Ebene nochmal und machen genau das gleiche, was wir bei den Rauten auch gemacht haben. Wir drehen das um 180 Grad, in diesem Fall sind es jetzt 270 Grad und haben dann unten auch jemanden stehen. Da können wir jetzt natürlich auch wieder Helligkeit und Kontrast einfügen und es ein bisschen dunkler machen. Aber dabei dürft ihr das jetzt nicht so dunkel machen, wie ihr eure Raute habt, weil es sonst zu dunkel wird. Könnt ihr mal so ausprobieren. Also da wird es dann schwarz, wenn ihr 100 eingibt. Und das wollt ihr ja nicht. Oder vielleicht doch. Müsst einfach mal selbst ausprobieren, was euch am besten gefällt. So, jetzt haben wir das. Und jetzt fehlt noch eine Sache. Bei dem Video, bei dem Originalvideo ist vor den Beinen hier auch noch was Schwarzes. Und da kommt dann halt die nächste weiße Raute. Dafür brauchen wir dann das hier. Das ist einfach nur so ein Dreieck. Und das müssen wir jetzt auch halt passend bearbeiten. Als erstes gehen wir hier auf Color Key. Also wenden Color Key an, um das Weiße hier in diesem Fall rauszukeyen. So, die Toleranz stellen wir mal ein bisschen höher. Ich habe da ein paar Fehler gemacht. So, man kann das jetzt schlecht erkennen, da das Dreieck auch schwarz ist. Aber es dient halt nur dazu da, meine Beine jetzt hier in diesem Fall zu bedecken. Das nennen wir mal schnell um in Deck, um es einfach alles übersichtlicher zu machen. Und ja, jetzt gehen wir hier auf oben. Wir können alle Sachen hier, na gut, Drehung jetzt nicht und Deckkraft jetzt auch nicht, aber halt die Sachen Ankerpunkt, Position, Skalierung kopieren und in unser Deck, wie hat sich das jetzt umbenannt, keine Ahnung, einfügen. So, jetzt haben wir es hier eingefügt und haben dadurch jetzt unser unser Dreieck, aber in diesem Fall ist es jetzt ein bisschen falsch platziert. Das liegt daran, da dieser Zeiger hier an der falschen Stelle war. Natürlich müssen die Keyframes hier an dem Anfang sein und dann geht das auch. So, jetzt haben wir halt hier sowas und das gleiche natürlich auch unten. So, und da drehen wir es jetzt auch um 180 Grad. Hier verstellen wir natürlich jetzt nicht die Helligkeit, weil das sowieso nichts bringen wird. Und dadurch haben wir jetzt den ganzen Effekt erzielt. So, jetzt gibt es natürlich noch Feinheiten. Wir selektieren das einfach und ich drücke jetzt einfach duplizieren. Ihr müsst es natürlich bei jedem Video einzeln machen. Die Sachen könnt ihr natürlich beibehalten, also die Rauten und so. Wie man die Geschwindigkeit verändert, da könnt ihr ja mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe jetzt ganz vergessen, bei dem Dreieck auch die passende die passende Länge zu trimmen. Muss ich jetzt nochmal nachträglich machen. So. Natürlich muss alles genau die Länge haben, die ihr auch haben wollt.
die es halt im Bild zu sehen ist. Wie bei der Raute und bei dem Videoclip. Ich habe es jetzt hier vergessen und so. Jetzt haben wir einmal die unteren sechs Ebenen und die oberen sechs hier. Ihr müsst natürlich das bisschen versetzt abspielen und das Wichtigste ist, die erste Raute, die ihr abspielt, ist ganz unten und danach geht halt immer nach oben. Ich weiß, dass es sehr viele Ebenenspuren verbraucht und ja, für langsame Computer ist das auch ziemlich blöd. Aber ich würde euch empfehlen, einfach hier Sachen auszublenden, damit Adobe nicht so laggt und euer Computer dann vielleicht abstürzt. Und nicht vergessen, auch immer regelmäßig zu speichern. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, ihr könnt jetzt hier ausrechnen, wie viele Frames euer eure Spur jetzt hier hat. Und dann könnt ihr das durch 3 teilen zum Beispiel. Und weiß nicht, das ist dann hier ungefähr so. Und das dupliziert ihr dann nochmal und das setzt ihr dann hier ungefähr hin und könnt so dann das halt gleichmäßig anordnen. Ihr müsst, ist mir egal, wie ihr das macht, ihr müsst es halt gleichmäßig anordnen, so dass es auch passt. Hier ist jetzt die schwarze Raute dazwischen etwas klein geraten, das kann man natürlich verändern, indem man das ein bisschen nach vorne versetzt, so, und dadurch müsste die Raute, ich stelle die Qualität mal ein bisschen runter, dadurch bleibt die Raute dann halt erhalten, wie ihr es halt haben wollt. Ihr könnt natürlich jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren. Eure Grenzen sind frei. Danke fürs Zusehen und tschüss. Janis?